Also ja, die Reise von Projekt Alpinist zu begleiten, das war wirklich was Besonderes für Innsbruck, für mich und Alex. Es war volle Schirn, die beiden Gruppen schon über ein Jahr sozusagen ein bisschen auf das hinzuführen und vorbereiten. Also wir haben da miteinander wirklich bärige Vortreffen gehabt und haben uns so in Anfang schon, also vor der Reise schon gut kennengelernt. Und auf der Reise haben wir wirklich schöne Erlebnisse gehabt, von Alpinklettern, Sportklettern, Canyoning bis ja, Dünen fahren und die Wüste anschauen. Am Ende sogar die Porto Soloing. Und ja, das war schon wirklich was Besonderes. Reisen nach Oman vorzubereiten, haben wir uns viermal getroffen. Dreimal, um Klettertechniken zu lernen und ein viertes Mal, um organisatorische Sachen zu besprechen. Als erstes sind wir im Juli in die Sečeda gefahren, wo wir grundlegende Alpinklettertechniken wie Standbau und Rosshallen gelernt haben. Als zweites sind wir im September in die Drezinen gefahren, wo wir die gelernten Techniken vertieft haben. Und als drittes sind wir nach Tramin gefahren, wo wir einen sehr intensiven, aber auch sehr interessanten Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben. Der Stefan und ich waren vor 2 Jahren schon mal in Oman, haben sind wirklich eine super geile Zeit erlebt. Wir sind Alpinklettern gewesen, Sportklettern, wir waren in der Wüste, in Wadis, in Canyons, das Meer Omano gehabt. Zudem haben wir noch eine neue Kultur kennengelernt, also ganz viele Möglichkeiten bietet Oman. Der Blank hat noch gewaltige Fotos mit heimgebracht und wahrscheinlich mit dem haben wir auch viele junge Alpinisten davon überzeugen können, dann nach Oman zu fahren. Wir haben voll viel gesehen, wir haben wunderschöne Routen geklettert und deswegen war es, denke ich mal, schon ausreichend. Auch wenn schöne Zeiten allem länger sein könnten. Es ist darum gegangen, eine neue Kultur, die orientalische Kultur, neue Leute kennenzulernen und eben ums Klettern, ums Alpinklettern. Obwohl ich eben selbst hat mich ein bisschen verunsichert, denen, dass die Möglichkeit da war, mit Bergführern zusammen sich auf das darauf vorzubereiten und eben neue Sachen zu lernen. Hat mich das also ziemlich überzeugt. Wir waren eine coole Gruppe, eben junge Leute, also die die gleichen Interessen gehabt haben. Und auch weil das Projekt eben durch den AFS und andere Sponsoren unterstützt worden ist, haben wir das, war das einfach eine super Möglichkeit für uns. Gleichzeitig war es eine riesige Herausforderung und auch selber die Motivation, allem nachzuhalten. Über 20 Tage lang, von den 20 Tagen sind wir ja fast 15 geklettert. Mit anderen Bergführern haben wir uns auch unterhalten im Vorhinein, vor allem mit dem Adam Holzknecht, der ganz zufällig genau
denke, 2 Wochen vor uns unten war. Von ihm haben wir noch sogar einen Stuhl gefunden mit der Aufschrift Hallo, Hallo Martin und Alex im Klettergebiet Hall Asch. Und ja, der Adam hat schon gesagt, pass auf, vor allem wegen der Felsqualität, die in seinen Augen ein bisschen tückisch ist. Das heißt, dass Griffe ausbrechen, von denen man es nicht erwarten würde. Und ja, deswegen waren wir dementsprechend vorsichtig und vielleicht gerade deswegen. Ich habe nie subjektives Gefühl gehabt, dass die Felsqualität eigentlich nicht schlecht war. Im Gegenteil, ziemlich gut. Das Land war auch cool, die Leute waren bärig und wir haben eine Hitze gehabt. Ich bin echt froh, dass ich mitgegangen bin. Klettern und Autofahren waren auch schnell gut. Mir ist eigentlich viel gekommen, es ist eigentlich geil. Keiner kennt dich und keiner kennt dich. Keiner kennt, du kennst keinen und es hat eigentlich gut geklappt. Jetzt hat man ein bisschen Gesprächsstoff, lernt die Leute ein bisschen kennen, auch miteinander gekocht. Miteinander in ein Zelt geschlafen oder lange in einem Schlafsack. Und auch beim Klettern in der Wand, wir haben uns gut verstanden. Die Gruppen, was morgen gewesen sein. Und wir sehen, war das Verhältnis genau richtig. Wir waren zwar leider 2 Tage in der Stadt, die Sehenswürdigkeiten anschauen, aber du hast allem wieder an die Orte, wo du geklettert bist, Leute getroffen, die dich dann auf einen Café mit Datteln eingeladen haben, was relativ cool war. Also es Alpinklettern. Beziehungsweise das Klingklettern, was ich auch noch die Hauptgründe, wieso wir in Normal gefahren sind. Und der Felsen bzw. die Routen haben dann wirklich alle Erwartungen übertroffen. Die Sportart an sich, das Alpinklettern, ist sicher mit Risiken verbunden. Risiken, die was vielleicht größer sein als bei anderen Sportarten. Aber ich denke, alle Teilnehmer waren sich in den Risiken bewusst und haben mit denen umgehen gekannt. Logisch, es hat auch Griffe ausbrechen oder irgendetwas Unvorhergesehenes passieren, aber es ist uns zum Glück nichts passiert. Und abgesehen davon haben wir noch 2 Bergführer mitgehabt, die was geschaut haben, dass wir nicht allzu was im Blödsinn einführen. Alex und Martin waren irgendwo drauf. Sie waren gleich motiviert wie wir. Sie haben uns in unsere Ideen unterstützt und uns gut begleitet. Neben dieser Bergführer haben wir noch eine Unsprechperson bei der FOS gehabt, wo wir uns einmal melden oder irgendwelche Fragen stellen, wenn wir etwas gebraucht haben. Und von dem aus sind auch unsere Visa und unsere Flüge gebucht worden. Das war auch fein, dann hat es nicht mehr jeder selber gehen. Und neben dem haben wir pro Gruppe noch einen Begleiter mitgehabt. Die Bergführer einfach unterstützt haben und ihnen geholfen haben, was es gebraucht hat. Und die Helfer waren halt auch diejenigen, die für die gute Stimmung in der Gruppe zuständig waren. Aber mir ist wichtig gewesen, Erfahrungen im Klettern und das ist allgemein zu sammeln. Und eine schöne Zeit zu haben. Für mich war es mega Erfahrung, dass ich gedacht habe, von Anfang an dabei sein bei der Planung, Organisation, von den Vortreffen, Erste Hilfe mit organisieren, das logistische Enden durch die Kontakte, was ich schon gehabt habe und einfach in die Bergführer mit Infos zur Seite zu stehen. Das Abenteuer, was wir hinten erlebt haben, alle miteinander, fantastisch.
wenn das scheiß Virus einmal vorbei ist, dass wir wieder zum Klettern kommen, ich denke. Ja, Salbei und gewaltig. Ja, mein Wunsch ist eigentlich, dass es weitergemacht wird wie bis jetzt mit dem Projekt Alpinist. Und dass auch dementsprechend die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden, dass das möglich ist. Also ich darf bei der nächsten Reise gleich wieder mitfahren. Mensch, starten wir!